Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Elder Scrolls Arena. Ja, wir haben die Aufgabe, unseren Skill-Level hier zu erhöhen. Will jetzt mindestens auf 10 kommen, bevor wir dann den nächsten Stonekeep hier anfangen. Und eventuell sogar auf Blödsinn machen, sagen wir mal so, wenn das hilft. Sekunde, im Norden war ein Tor, oder warte. Lass mal hier reingehen. Können wir so rein, ne? So, jetzt sind wir drinnen. Hier ist es aber auch ganz schön dunkel. Mal gucken, von was wir hier überrascht werden. Oh, da geht's sogar weiter. Oder eher nicht. So. Und was kommt hier auf uns zu? Ja. Die Hütte ist langweilig. Ich habe jetzt mehr erhofft. Wohl, das sieht auch sehr interessant aus. Und drinnen. Das sah mehr so wie so ein Turm aus. Oh. Okay, den haben wir erledigt. Was hat er? 30 Gold und Kette, 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 Kriegshammer. Spellsword. Wir müssen mal ein bisschen heilen. So, erst wo wir reingehen, hier vorne. 4 Gold und ein Langschwert. Hier gibt es nichts. Hier geht es auch nicht mehr weiter. Oh nein, nicht wieder ein Ghoul. Egal, der fickt uns. Hier hinter uns war keiner. Der hat uns fast auseinandergenommen. Woher kam der Ghoul auf einmal? Boah. Das ist der Grund, warum ich skillen will. Gegen den Ghoul haben wir kaum eine Chance. Also, der Minotaurus ist auch ein bisschen zu stark für uns. Ja, hier gibt es aber auch nichts mehr. Gold, 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 Gold. 18 Gold, wow. Wir sind reich, ey. Ja, Mann. Ich will es mal riskieren. Deswegen speichere ich jetzt mal. Ob wir hier auch. Hat die mich jetzt erschrocken? Ob wir hier auch wieder rauskommen? Okay, wir kommen da auch wieder raus. Können wir schauen, ob wir hier vielleicht noch geheime Gänge oder sowas finden? So. Nein, da wollte ich jetzt nicht. Also vielleicht Kanalisation oder sowas. Das wäre nämlich geil, wenn wir so geheime Wege oder sowas entdecken. Vielleicht bin ich jetzt auch einfach nur dumm und mache irgendwas unnötig. Wo sind wir denn genau? Ah, okay. Da vorne
ist die Stadtmauer. Ah. Okay, passiert nichts. Aber okay. Wir kommen da wieder raus. Da müsste hier irgendwo gleich ein Tor sein. Oder? War doch hier, oder? Ja, komm. Ah, hier haben wir's. So, wir gehen erstmal Richtung Norden, einfach nur. Einfach straight geradeaus. Weil ich habe Bock auf den Dungeon. Okay. Was sagt denn die Uhr? Afternoon, 1 Uhr. Also 13 Uhr. So, lass das ein Dungeon sein. Nope. Wir gehen trotzdem weiter Richtung Norden. Nee, da haben wir wieder so eine Art Dingens. Wie heißt es? Ich glaube, im Norden gibt es irgendwie nichts. Nichts so Dungeon-artiges. Könnte so sein, als gäbe es hier nur diese Dörfer hier. Nein. Oder da vorne auf der anderen Seite des Flusses. Ich glaube, der Norden ist so eine Art Loop. Gehen wir wieder zurück. Nicht, dass wir gleich wieder in einem Loop gefangen sind und nur uns im Kreis bewegen. Aber ich finde es geil, dass die hier auch mal Abwechslung in Musik haben, je nach Region. Ich finde es auch krass, dass die Rotwardonen hier auch ein Schneegebiet haben. Oder ist das Gebiet hier, wo ich gerade bin? Hier? Ja, ja. Ich glaube, das hier könnte schon Osinium sein. Osinium ist ja irgendwo hier. Und hier, ja, wenn wir Hyrok sehen, schauen. Ja, stimmt, hier ist Osinio, Johanna, Harun, Goldspring, Dunlandfels, Kraftbrot, ja. Hier ist Osinio. Beziehungsweise hier in diesem Gebiet. Da leben, also hier leben ja die Orks in dem Bereich. Und auch teilweise hier in den Gebirgen. Und so um Skyrim herum, überhaupt sich hier so. Und hier ist das Reich Osinium. Zumindest wer Elder Scrolls Online gespielt hat, der weiß, was ich meine. Wer weiß, dass dort dann Osinium ist. Oh, Brücke. Ich mache mir jetzt Sorgen, dass ich jetzt die Stadt verloren habe.
Ja, ich habe mir Sorgen gemacht, dass ich die Stadt verloren habe, genau. Direkt vor mir. Würde sagen, wir gehen dieses Mal einfach straight nach Süden. Und schauen, was wir da für Dungeons finden. Obwohl Ausdauer ist auch schon für den Arsch hier. Irgendwo schon Dungeon, den waren wir ja schon. Da kommen wir campen mal. Ja, komm, machen wir mal so. Ah, Gegner sind in der Nähe. Digga. Gib doch endlich. Ah, nice. Noch ein Level. Aber diesmal nur 3 Bonuspunkte. Stärke will ich auf jeden Fall auf 100 schaffen, aber wir können jetzt nicht immer nur auf Stärke gehen. Ich würde sagen, wir gehen mal auch mal ein bisschen auf Glück, machen da einmal rein, genauso wie auf Agility. Und hier Willenskraft auch noch mal einen. Weil hier Willenskraft, das ist ja hier Magic Defense. Stärke ist ja das hier und das da. Ich glaube, Intelligenz gibt das hier, aber wir können hier, glaube ich, nichts machen. Aber Agility ist hierfür, to hit. Und Defend, keine Ahnung. Endurance ist, glaube ich, für Health. Ich glaube, das heißt so. Was hat das hier jetzt mit Charisma zu tun? Also, ich habe bis hier, also. So das Gefühl, dass das hier mit dem und dem zusammenhängt, das mit dem, das hier damit, das damit und damit, der hat nichts, der hier mit dem und dem, das hier hiermit. Ich glaube, Glück hat damit zu tun, dass umso höher der Glück ist, umso stärker kriegst, also umso mehr kannst du an Bonuspunkten kriegen. Ich glaube, ich muss mehr auf Glück hier skillen. Auf jeden Fall. Health 134 von 134. Fatigue, keine Ahnung, wofür das steht. 140 von 140. Ich glaube, das ist Ausdauer. Gold 2500. Ja, geht klar. Aber Experience haben wir schon 39.000, also fast 40.000. So. Wir brauchen jetzt aber mal den hier. Und sehen uns mal um, ob wir hier jetzt endlich mal einen Dungeon finden. Ach nö. Okay, der war ausnahmsweise mal nicht so stark. Hat einen Stab. Aber hier mal nachts unterwegs zu sein, ist auch mal etwas
aufregender, sage ich jetzt mal. Hier haben wir ein kleines Städtchen am Fluss. So, da haben wir eine Brücke. So, und jetzt muss doch irgendwo mal ein Dungeon kommen. Ein Dungeon. Da haben wir ein Dungeon. Wir sind hier, okay. Alles klar, nach Südwesten. Da lang. Da haben wir ein Dungeon. Da gehen wir rein. Da scheint es schon zu sein, die Insel. Boah, das kostet richtig viel Ausdauer, schwimmen. Ja, komm. So. Hier vor speichern wir einmal hier, ja, dann gehen wir rein. So, ist das einfach, was wir komplett erkunden müssen, oder? Ja, den müssen wir noch komplett erkunden. Scheiße. Hier ist Blut. Da hinten auf. Wir haben eh gespeichert. Ich will mal gucken, wissen, was das ist. Ah, und wir kommen auch wieder hoch. Das ist gut. So, und wo sind wir jetzt? Hier, okay. Ach du Scheiße. You are cursed? Was soll das denn heißen jetzt? Ich bin verflucht. Warte mal. Cursed. Aber Health jetzt plus 3? Health Mod auch plus 3? Okay. Cursed, verflucht. Keine Ahnung, wo ich das jetzt nachlesen kann. Hier? Ne, da kann ich auch nicht hin. Cursed. Hä? Bin auf jeden Fall verflucht. Kann ich das hier nachlesen? Nein, das wollte ich. Hallo. Hier steht auch nichts. Okay. Noch einer. Nochmal 31 Gold. Dagger Buckler. Nice. Baklava. Hetze. Ein Ring, den können wir vielleicht wieder gut verkaufen. Ordentlich. So machen wir jetzt eigentlich. Wo sind wir jetzt genau? Ah, da habe ich was entdeckt. Okay, da geht irgendwie was weiter. Noch mehr Schätze. 63 Gold, nice. Hab da was gehört. Hier geht's weiter.
So, wo sind wir jetzt? Ah, noch eine Tür. Müssen wir hier entlang. Ich hoffe, der geht weiter. Ja, scheint so zu sein. Lag ich falsch? Ich hoffe, der hier geht dahin. Auch falsch. Die Tür wollen wir nicht. Wir wollen hier diesen Weg. So, jetzt gucken, wo geht's da? Ah, okay. Hier hätten wir das schon. So, hier geht's weiter runter. Aber das erfahren wir in der nächsten Folge. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, Max Deo, euer Max Deus. Und ciao.